zwischen Potsdam und Groß-Wienicke gab es einen Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein grüner VW Passat fuhr in Richtung Groß-Wienicke und ein silberner Opel in Richtung Potsdam. Obwohl gekrampt ist, kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Und habe als erstes das Kind, was dort im Auto saß, rausgenommen und die Kinderärzte ins Auto gesetzt. Dann haben wir die Mutter rausgeholt aus dem hinteren Sitz, die hinter dem Kind saß, die starke Schmerzen hatte. Dann haben wir versucht, den Vater aus der oder Rückbank aus vom Fahrersitz runterzuziehen. Das haben wir auch geschafft, indem wir den Sitz weggebrochen haben und ihn dann rausgezogen haben. Und dann merkte man, das Fahrzeug hat gequalmt. Der Papa war soweit auf seine Tochter fixiert. Da war ich ganz froh drüber. Und dann fiel mir auf, dass noch davor das Auto Schreie rauskam von einer jungen Frau, zu der ich dann hin bin. Man versucht einfach zu helfen. Man versucht alles Mögliche zu machen, um den Menschen das so angenehm wie möglich in dieser Situation zu machen. Und das haben wir auch irgendwie hingekriegt, bis dann nach ca. 10 Minuten der Rettungsdienst eintraf und mit dem dann eine gute Zusammenarbeit war. Den Assistenten, der dort wunderbar mit mir zusammengearbeitet hat, wir haben alles Mögliche gemacht, um den Patienten so angenehm wie möglich in der Situation zu machen, bis wir dann durch die Feuerwehr oder der Patient durch die Feuerwehr dann endlich befreit werden konnte. Das Kind hat mich am meisten beschäftigt. Das, ja, was ich als erstes versorgt habe, dann die Mutter, dann den Vater irgendwie versucht, aus dem Fahrzeug über den Rücksitz rauszuziehen, das ich auch geschafft habe, obwohl er locker 150 Kilo mehr wie ich drauf hatte. Also auch das stellen wir immer fest, auch in unserer eigenen Arbeit, dass man in solchen Extremsituationen über sich hinauswächst, andere Kräfte entwickelt und gewisse Sachen ausblendet, die dann erst im Nachgang einem bewusst werden. Ja, der Hauptgrund, an der Unfallstelle nicht anzuhalten, ist oftmals Angst. Etwas falsch zu machen, Angst vor einem möglichen Verbrechen, dass es vielleicht eine Falle ist, dem können wir widersprechen. Falsch machen können Sie prinzipiell gar nichts. Viel wichtiger für das Unfallopfer ist das, wenn Sie anhalten, wenn Sie zumindest den Notruf absetzen, in die nächste Ortslage fahren oder über die Unfallstelle hinausfahren, dann den Notruf absetzen und zumindest professionelle Hilfe auf den Weg schicken. Kann, muss man ihm da irgendwie besonders was auf den Weg geben noch oder hat er alles richtig gemacht? Eigentlich alles, was heißt eigentlich? Alles richtig gemacht, von der Absicherung über Absetzen des Notrufes bis hin zum Mitwirken, bis die Resten Rettungskräfte vor Ort waren, die Basismaßnahmen eingeleitet, eine Rettung aus dem PKW eingeleitet. Also grundsätzlich alles richtig gemacht. Schön.